So, das will ich so machen. Dann komme ich da auch hoch. Ja, hätte ich jetzt natürlich noch einen Schlüssel. Was natürlich auch sehr sinnvoll wäre. Ich hätte diesen einen Schlüssel hätte ich gar nicht benutzen müssen. Aber okay, dann holen wir uns jetzt den hier. Au. Einmal, zweimal. Passt. Und ein kleiner Schlüssel. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Masterschlüssel. Oh, ich brauche mein Schwert gar nicht mehr. Bam, 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 bam. Wow. Ich bin gerade überrascht. Kann ich dich damit? Hahaha. Wie geil. Ah, ihr seid alles keine Gegner mehr. Ich bin Imba. Okay. So. Und Link läuft einfach mal an den brennenden Gegnern vorbei. Flammen machen Link nichts aus. Oh, geil. Okay. Wow, gut. Ich muss den wieder irgendwie hinterher. Kann ich den mit dem Kamerierstab dann verletzen? Oh, es dauert hier ein bisschen länger. Nein, okay, ich kann ihn nicht verletzen. Oh, wie geil. Oh Gott. Ich hab eine Idee. Na, komm, komm, komm. Oh, oh. Oh, es ist gut. Oh, war das super. Oh, herrlich. Okay. Und das werde ich, glaube ich, so machen. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob das hinhaut. So, jetzt hier nach rechts. Und jetzt im Zickzack. Oh, haut das hin, haut das hin, haut das hin. Ich glaube, ja, das haut hin. Nein! Mann! Gut, dass mein Steuerkreuz so gut funktioniert. Ja, ja, alles auf die anderen schieben, ich weiß. Nicht die feine englische Art, aber es stimmt. So, jetzt aber, komm. Dankeschön. Und der große Big Schlüssel, Boss Schlüssel, ja. Somit können wir zum, wow, geil, Michael Jackson Link. Somit können wir jetzt zum, ja, doch letzten Boss vom letzten Boss gehen. Au. Sehr gut. Au. Oh, der Zwischengegner war gerade richtig schön. Das hat mir gefallen. Eigentlich? Ah, ich kann... Hallo, ich wollte da schon runter. Danke. Ich trinke mal schnell einen Schluck, denn meine Stimme macht sonst nicht mit. Oh ja, okay. Das tut gut. Und es fehlt eigentlich nur noch ein Gang, den wir betreten können und wo es da auch sicherlich weitergeht. So, indem wir nämlich da reingehen. Genau. Ein Herz für uns und ja, ja, brr, brr, bla, bla, mir ist kalt und ja, genau. Oh, ich nehme die Feder noch mit.
Könnten wir vielleicht auch noch gebrauchen. Gucken wir mal. Hopp, hier entlang. Das kann ich nicht machen. Okay. Ob das so funktioniert? Ja, genau, so passt. Ja, ich weiß, es ist kalt. Link, sei nicht so ein Weichei. So, machen wir das so. So. Und passt. Ja, ein bisschen Eisrätsel noch dazu, aber es ist nicht schwer. Du bist am Ende. Niemals wirst du die Instrumente der Sirene zum Spielen bringen. Niemals! Ja, Oh, ich sollte vielleicht das Schwert noch auswählen. Kann ich den... Ah, okay, ich kann ihn nur mit dem Samaria-Stab besiegen. Und er macht einen Haufen Schaden. Au. Oh. Naja, aber er ist nicht schwer. Er ist absolut nicht schwer. Er war absolut nicht schwer. Einfach mal draufbolzen ohne Ende. Warum? Warum bist du hier gekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht aufwecken. Du bist selbst nur ein Teil seines Traums. Ja. Oh, okay. Du hast die Oktopustrommel. Yeah, die hat Beat. So. Eieiei, das Ei ruft. Ja, wir haben alle Instrumente gesammelt. Und was sagst du mir hier? Musik wird Gott dich zum Ei geleiten. Ja. Die Rechtschreibung ist immer noch sehr seltsam. Kann ich hier irgendwas verbuppen? Ja, die Folge wäre jetzt ein bisschen arg kurz, wenn ich jetzt schon aufhören würde. Denn, was ich jetzt machen werde, wird sein... ich werde mir den Farbtempel holen. Also ich werde zum Farbtempel gehen. Werde... natürlich alle Zaubermuscheln und alle Herzteile noch sammeln. Davor. Und... dann, werde ich irgendwann... ja, den Windfisch dann wecken. Und was ich noch zeigen wollte. Also theoretisch könnten wir jetzt zum Windfisch und könnten wir den letzten Boss machen. Ist aber nicht das, was ich zeigen will, weil ich möchte doch ein bisschen mehr hier zeigen. So. Und zwar. Das können wir noch machen. Wir lesen ein bisschen Bücher. Und zwar können wir uns ein geheimes Buch sozusagen holen. Badam. Hi. Das ist keine Truhe. Was? Das hast du auch gewusst? Na gut. Hä? Okay. Achso, gut, es war einfach nur Schwachsinn. Automatische Planet seinen und Memo-Buch, das Buch lesen? Ja. Drücke Select, um die Karte der Insel zu sehen, die der Gameboy automatisch für dich zeichnet. An den schwarzen Stellen dieser Karte warst du noch nicht. Bewege den Cursor und drücke A, um Informationen über die Orte zu erhalten. Auch die Tipps vom Uhu können nochmal gelesen werden. Mhm. Das Geheimnis der Wirbelklinge. Das Buch lesen. Ja. Schon seit Generationen ist die Familie des Helden mit dieser Technik gut vertraut. Drücke den Schwertknopf und halte ihn gedrückt, bis das Schwert zu blinken beginnt. Ja. Mhm. Bla, bla, bla. Ich wollte eigentlich ein besonderes Buch. Nein. Will ich jetzt nicht lesen. Danke. Ich will ein besonderes Buch. Die dunklen Geheimnisse von Kogolin. Ja.
Dafür brauche ich nämlich die Zauberlupe, um das zu lesen zu können. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Ja. Rechts, oben, oben, rechts, oben, oben, rechts, oben. Das verstehe, wer will. Diese Kombination müssen wir uns nochmal merken, damit wir irgendwann weiterkommen. Also beim Windfisch dann weiterkommen. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich euch hier zeigen möchte. Glaube ich jedenfalls, dass die hier am Strand war. Muss nur ganz kurz überlegen, wo. Ich glaube, die war weiter rechts. Boom. So, ist das mir vollkommen egal. Genau. Hier drin, glaube ich, war das. Lauft alle rein! Okay, oder auch nicht. Letzte Nacht hat es mir etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Nee, Bomben brauche ich noch. Ich weiß gerade nicht, was ich nicht brauche. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal die Schaufel. Ja, ich will es euch ja nur zeigen. Man kann es ja wieder zurücktauschen. So, bla bla bla. Ja, 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 will ich. Mhm. Und wir haben einen Boomerang. Für das, was du in der Hand hattest, hast du nun einen tollen Boomerang bekommen. So, ja, man kann ihn gut werfen. Man kann ihn auch schräg werfen. Hätte vielleicht ein paar Dungeons vereinfacht. Aber, Boomerang! Da hätte man vielleicht ein paar Schalter noch getroffen. Der macht auch gut Schaden. Bam. Aber ehrlich gesagt, will ich die Schaufel erstmal wieder zurückhaben. Wenn ich die Schaufel nicht mehr, brauche, dann kann ich die ja immer noch austauschen. Aber jetzt erstmal bin ich mit der Schaufel zufriedener, besonders wenn ich mal eine Zaubermuschel oder so ausgraben will. So, und ich würde sagen, ich gehe jetzt noch ins Dorf zurück und versuche mal die Marien, was die so mir noch zu sagen hat. Und dann beende ich bei ihr die Folge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich dann eine, ja, sagen wir mal, eine Spezialfolge voller Sammelaktionen mache. Wird hoffentlich nicht allzu lange dauern. Vielleicht noch mit ein paar Schnitten drin, aber das werde ich dann sehen. Muss jetzt erstmal alles erstmal wieder finden und nachlesen. Es fehlen, glaube ich, noch 7 Herzteile, oder? Eins wissen wir, wo es ist. Die anderen 6 muss ich noch suchen. Okay. Und wie viele Zaubermuscheln noch? 3. Okay. 3 Zaubermuscheln, 7 Herzteile. Ja, das könnte alles in eine Folge passen. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Wo ist Marien? Halt, schauen wir erstmal da ran. Okay, die sind weg. Ah, es gab, glaube ich, noch ein Foto hier bei der Oma. Ja, funktioniert das? Ja. Hallo, ich bin der Fotograf. Willst du etwa über Ulrea wissen? Ich nenne es Dieb enthüllt Ulreas Geheimnis. Okay, schön. Okay. Gut, Marien ist auch nicht mehr da. Doch, da ist sie. Du hast mir das Leben gerettet, Dieb. Das werde ich dir nie vergessen. Ich habe mir beim Windfisch etwas für dich, für uns gewünscht. Was? Das wird nicht verraten. Okay, gut. Du sagst nichts Neues. Gut, Leute. Hier in diesem schönen Örtchen mache ich meinen Schnitt und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Bis dann, Leute. Ciao.